Ungefähr 30, manche sagen bis zu 40% der Flüchtlinge, die heute nach Europa kommen, sind Folter- oder Gewalttraumatisiert. Sie wurden traumatisiert durch das Entsetzliche, was sie in den Verhörzentren dieser Welt als politisch, ethnisch oder religiös verfolgte Menschen erleben mussten. Sie wurden durch die Gewalt traumatisiert, die in ihrem Land herrscht, etwa in Bürgerkriegen, bürgerkriegsähnlichen Situationen oder durch die Dinge, die sie auf der Flucht erlebt haben. Nicht alle von ihnen brauchen sofort eine medizinische, therapeutische Hilfe. Viele aber eben doch. Sie brauchen diese Hilfe, um wieder im Sinne des Wortes vollständig lebens- und arbeitsfähig zu werden für ihr Leben hier in der Freiheit. Wir wissen das schon seit vielen Jahrzehnten. Und die Zahlen waren auch noch nie wesentlich anders als heute. Vielleicht waren es früher nur 20 oder 25%. Was aber gleich geblieben ist in der Vergangenheit und in der Gegenwart ist, dass die staatlichen Gesundheitssysteme nicht besonders gut vorbereitet waren auf Menschen, die Folter oder von Menschen gemachte Gewalt erlebt haben. In den letzten Jahrzehnten sind deshalb sehr oft auf Anstoß von Amnesty International in zahlreichen Ländern der Welt als Bürgerinitiative Behandlungszentren für Folteropfer entstanden. Manche begannen ehrenamtlich, haben sich dann nach und nach professionalisiert. Andere haben von Anfang an versucht, Spenden aus der Bevölkerung, von Stiftungen und von Menschenrechtsorganisationen zu bekommen, um hauptamtliche Fachleute einstellen zu können. In Ulm gibt es ein Behandlungszentrum für Folteropfer und Gewalttraumatisierte, das sich ein besonders hohes Ansehen bundesweit unter Fachleuten erworben hat. 1992-93 gründete sich eine Bürgerinitiative in Ulm auf Initiative von Amnesty, aber es kamen noch viele, viele andere Bürgerinnen und Bürger hinzu, die es geschafft haben, dann 1995 dieses Behandlungszentrum für Folteropfer zu gründen, das nun seit über 20 Jahren mit recht großem Erfolg arbeitet. Über 2000 Klientinnen und Klienten konnten betreut werden. Zurzeit werden es so einigermaßen ungefähr 130 Klientinnen und Klienten pro Jahr sein, die man betreuen kann. Und nach der Auskunft der Patientinnen und Patienten hat sich in 3/4 aller Fälle ihr Zustand sehr verbessert. Das sind Zahlen, von denen man eigentlich nur träumen kann. Was gleich geblieben ist in diesen vielen Jahren, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Arbeit des Behandlungszentrums für Folteropfer in Ulm nur durch Spenden finanziert werden kann. Es kommen auch Zuschüsse hinzu, zum Beispiel von Amnesty International, zum Beispiel von Stiftungen, zum Beispiel von der Caritas und vielen anderen mehr. Aber dennoch, auf die Spenden aus der Bevölkerung ist man nach wie vor angewiesen. Eine kleine Gruppe von Herausgeberinnen und Herausgebern in Aachen, in Stuttgart und in Ulm hat deshalb zum 20. Jahrestag der Gründung des Behandlungszentrums ein Buch herausgegeben, in dem wir versucht haben, auf eine durchaus verständliche Art und Weise zu erklären, wie eigentlich die Arbeit für traumatisierte Gewaltopfer und Folteropfer funktionieren kann. Und was den ganzen Hintergrund auch dieser Thematik ausmacht, die historische Entwicklung, die politische Situation, die gesellschaftliche Situation. Und haben dabei natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier nicht ausschließlich von Flüchtlingen reden, sondern dass Folter auch ein deutsches Thema ist. Ja, ein historisches, aber nicht so ein historisches, wie man zuerst glaubt. Auch in der DDR wurde gefoltert und auch die Folteropfer aus der DDR haben heute oft Schwierigkeiten, fachliche Hilfe zu finden. Das Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, zusammen mit über 10 Autorinnen und Autoren, heißt Verteidigung der Menschenwürde. Und wir haben es so herausgegeben, dass die Einnahmen aus diesem Buch zum allergrößten Teil an das Behandlungszentrum für Folteropfer gehen können. Zu einem kleinen Teil an die Stiftung Menschenrechtsbildung und zu einem weiteren kleinen Teil an Amnesty International in Ulm, den Gründern der Organisation. Mitgearbeitet haben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mitgearbeitet haben auch Journalistinnen,
mitgearbeitet haben auch Autoren, Schriftsteller, so dass insgesamt ein Buch entstanden ist, das nicht ausschließlich, aber schon auch für Fachleute sehr interessant ist, nicht ausschließlich, aber schon auch für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Flüchtlingslagern, sondern eigentlich für jeden lesbar, verständlich und interessant ist, der sich ein Bild der Lage machen will. Es ist erschienen in einem der Edition Kettenbruch. Man bekommt es überall im Buchhandel. Man kann es aber auch ganz einfach im Internet bestellen bei ePubli oder bei der Edition Kettenbruch selbst. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich das Ding mal massenweise zulegen.